Willkommen zum 12. 12 Let's Play Civilization 3. Ich bin der Mitgezwitschert und der Spielstand heißt auch so und ich starte einfach das Spiel und dann schauen wir mal, wo wir waren. Ach so, ja genau. Wir hatten einen ganz guten Stand und waren ganz gut unterwegs, was die Expansion angeht. Da haben wir uns hier schon einiges gekascht. Ja, dann fahren wir einfach mal fort und schauen mal, ob wir die Russen nochmal in Bedrängnis bringen werden in diesem Spiel oder ob wir das erst in der nächsten Episode machen. Setzen wir erstmal fort. Kiew kann definitiv auch noch einen weiteren Arbeiter gebrauchen, der beim Ausbau unterstützt. Gerade durch den vielen Wald muss da noch einiges gefällt werden. Oh, na, jetzt habe ich hier den Fehler gemacht, dass ich den Arbeiter rausgeschickt habe. Der ist ja für den Siedler gedacht. Okay. Und ein weiterer Siedler. Das geht ja hier wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag. Ich frage mich, ob ich da noch ein paar Dörfer finde. Das wäre natürlich nicht schlecht. Also Moskau hat die Uni gebaut und baut jetzt erstmal Schwertträger. Ist der Worker fertig? Dann habe ich hier einen Siedler. Genau. Also noch ein Pikeman dazu. Irgendwo wurde hier gerade die Wir lieben unseren Kanzler Party gefeiert. Ich weiß gar nicht wo. Eigentlich kommt da immer so Feuerwerk aus der Stadt. Das wollte ich mal eben zeigen. Ah, hier. Hier ist es. Da. Plom, plom, plom. Ja, hier gibt es vier glückliche Einwohner und nur drei zufriedene. Und dadurch ist die Stadt natürlich überglücklich. Ich wusste gar nicht, dass Seide sogar zwei Happy Faces produziert. Interessant. Gute Sache, gute Sache. So, hier warten wir noch auf den Pikeman und der Arbeiter muss wieder zurück, wenn er dann dran ist. Ich kann hier mal einfach mal anklicken. Und hier warten wir auch noch auf den Pikeman. Ja, genau in diesem Moment ist jetzt auch die Anbindung zur Seide fertig geworden. Dann werde ich gleich noch die zweite dazu nehmen.
Der Wald muss auch noch weg. Pikeman. Also die Russen, die könnte ich jetzt noch weiter angreifen. Werde ich auch tun. Aber die sind jetzt natürlich schon ziemlich eingeengt hier von mir. Und es ist ja so, dass durch meinen kulturellen Wachstum irgendwann die Städte von mir eingenommen werden. Das können wir dann im späteren Spielverlauf sehen. Ah, Hamburg hat auch wieder einen Siedler gebaut und jetzt einen Worker. Ich wollte, glaube ich, in Hamburg dann, genau, dann die Celestine Chapel bauen. Oder Sun Tzu's War Academy. Ich habe es schon eingestellt, wunderbar. Academy Art of War. Academy Art of War. Was macht das Ding nochmal? Great Wonder. Z wie. Nee, S wie Sun Tzu. Ach so, das baut überall die Baracken ein. So, und hier bin ich jetzt fertig. Und ich denke, die nächste Stadt werde ich jetzt so bauen, dass ich diese beiden Kühe bekomme. Bin ich sogar am Wasser? Das sieht ziemlich gut aus. Und ich bin sofort angebunden an die Straße. Das ist natürlich auch ein toller Vorteil. Expansion ohne Ende. Ah, ein Dorf. Ist die Frage, was ich da noch bekommen kann. Leipzig hat auch jede Menge Einwohner. Komme ich auch wieder nicht drum rum, hier noch mehr Siedler zu bauen. Hier fehlt noch ein Pikeman eigentlich, aber was soll's? Den können sie dann noch selber bauen. Jetzt ist hier das Aquädukt fertig und die Stadt kann weiter wachsen. Hier sollte ich jetzt vielleicht mal den Hafen angehen, weil ich ja hier sowieso schon im Wasser Dinge tue und mit dem Hafen können wir gleich mal gucken. Mit Hilfe eines Hafens bekommen wir dann noch mehr Ressourcen. City Improvements, Harbor. One extra food gibt's da noch. Ja. Ja, die können jetzt hier einfach reichlich Swordsmen bauen. Ich werde mal die Q, das sind die Q stellen.
Lass mal überlegen, wo wir hier die nächste Stadt aufbauen. Vielleicht in dieser Richtung. Mal diese beiden Dinger hier angehen oder hier am See. Ich weiß nicht genau. Na, erstmal das Nahe hier mitnehmen. Ich gehe einfach mal hier hin und guck mal, wie es dann aussieht. Obwohl, der kann hier erstmal stehen bleiben. Der muss ja die Straße bauen. Ein Dorf, ein Dorf, ein Dorf. 50 Gold, naja. Kein großer Grund zur Freude. Und hier ist auch alles fertig für den Umzug. Da werde ich. Ja, was werde ich? Ach, mit denen gehe ich hier hin irgendwo. Ist natürlich doof, dass die einen Pikeman haben, weil die brauchen nicht wirklich einen, weil hier ist man ziemlich sicher. Vielleicht hier so an diese Flussmündung. Du baust gleich die Straße in die Richtung. So, hier würde ich natürlich. Naja, das eine Feld. Das eine Feld ist nicht so wild. Das können wir uns teilen. Brandenburg. Ach, ich gehe gleich die Library an. Was soll mir hier groß passieren, wenn ich dann die andere Stadt hier noch an die Mündung setze? Dann ist sie ja total sicher, quasi von sicheren Städten umgeben. Ich baue hier erstmal die Library und baue dann wahrscheinlich als nächstes einen Worker, um die Straße an die anderen, an die anderen Städte anzuschließen und dadurch auch direkt einen Pikeman bauen zu können, weil jetzt kann ich nur einen Spearman bauen, da ich hier noch kein Eisen habe als strategische Ressource. Hier habe ich auch einen weiteren Worker gebaut. Schauen wir mal rein. Wäre natürlich sinnvoll, hier mal irgendwie Bewässerungsanlagen zu bauen, aber ich glaube, ich. Ja, ich glaube, das wird nichts. Und zwar fehlt mir hier ein Fluss in der Nähe. Aber. Also mache ich erstmal den Pikeman fertig. Großes Aber. Wir forschen gerade an Engineering. Science Advisor. Wir forschen gerade an Engineering und Engineering also Engineering ermöglicht den Arbeitern Wald zu pflanzen und Straßen über Flüsse zu bauen. Ich sehe jetzt nicht, dass es irgendein Problem sei, Straßen über Flüsse zu bauen. Muss ich mal ehrlich sagen.
kann mich aber zurückerinnern, dass man manchmal, oder dass man, ich glaube, auch in Civilization 2 keine Straßen über Flüsse bauen konnte, weil man dann eben Brückenbau erstmal beherrschen musste. Es gibt aber auch irgendwann die Fähigkeit, was ist das eigentlich? Improvement? Actions. Es gibt irgendwann die Fähigkeit, dass man auch Bewässerungsanlagen bauen kann, obwohl kein Fluss in der Nähe ist. Weiß allerdings nicht, wann die kommt. Bis dahin müssen wir das erstmal hinnehmen. So, hier haben wir erstmal einen Spearman. Mal gleich mal die Library angehen. An unserem großen Leipzig. Gut. Da kriegen wir gleich Probleme, wenn die Stadt wächst. Sehr wahrscheinlich kriegen wir da gleich Probleme. Bisschen Wald lasse ich mal noch stehen. Der Siedler soll ja sowieso die Straße bauen. Ist der Pikeman fertig. Und als nächstes natürlich auch hier die Bibliothek. Obwohl es hier nicht so wichtig ist. Aber ich kriege zumindest dann hier noch zwei weitere Felder hinzu. Apropos Bibliothek und Kultur. Vorhin hat sich ja hier in Moskau nochmal der Radius erweitert. Und man sieht, wird schon ziemlich aufdringlich. Es ist jetzt hier schon so reingerutscht ins russische Gebiet. Ich glaube, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Naja, gut. Ja, das passt schon noch. Da muss ich noch ein bisschen was erweitern, bis ich da eine Stadt übernehmen würde. Ja, mit dem werde ich einfach hier noch weiter Dschungel weghacken. Oder vielleicht die Straße hier anbinden. Ja, das macht auch Sinn. Oh, hier kommen wir schon nicht mehr weiter voran. Da muss ich mal das Aquädukt angehen. Vielleicht vorher noch einen Siedler bauen. Ausnahmsweise mal einen Siedler bauen. Bauen wir ja fast nie. Er kann sich schon mal festsetzen. Ja, der kann ja schon mal irgendwas arbeiten. So, wie sieht's aus? Ich glaube, hier stören wir wirklich niemanden. Nö. Quasi optimal die Position. Neu-Berlin, meinetwegen. Wir haben jetzt schon alle Städte gebaut, die einen eigenen Namen haben. Und jetzt kommen so Sachen wie Neu-Berlin, neu Köln und andere Sachen, andere Ortsbezeichnungen, die dann einfach nur irgendwie neu heißen oder sowas. Ja. Pikeman haben wir ja schon, also direkt Library. Königsberg kann auch wieder auf Reproduktion setzen.
Na, den wollte ich doch bestimmt nicht bauen. Das war doch ein Versehen. Hier wollte ich doch die Sistine Chapel bauen. Wenn ich mich recht entsinne. Sollte ich vielleicht noch ein paar mehr Bergwerke bauen? Den schicke ich hier direkt mal rüber nach Moskau. So, hier kann ich noch nicht bauen, da nehme ich Hamburg was weg. Und das wäre uncool. Die Russen wollen mit mir sprechen, na sowas. Was? Was fordert ihr denn? Seid ihr verrückt? Ich guck mal, was sie sonst noch so zu bieten haben. Oh, die können wir die Republik anbieten. Das will ich aber auch nicht so wirklich von euch. Fünf Städte haben sie. Süß. Ich habe ein paar mehr. Einen Haufen Gold haben die Russen. Ich kann einfach meine World Map haben, wenn ich von euch. Wenn ich von euch einfach 250 Gold bekomme. Das möchte sie nicht annehmen. Ich will nicht mal eure World Map haben. Naja, dann nicht. Ich hab's geahnt. Es gibt Ärger in Leipzig. Leipzig ist doch die Stadt, die zwar prima wächst, aber so wenig Schilde produziert. Ich glaube, daran kann sich auch erstmal nichts ändern. Pikeman? Na toll. Mich mal wieder verbaut. Oder wie kommt er hierher? Activate. This spearman should defend this town. Dann kann ich mich mal dran machen, auch hier. Die Gegend zu verbessern. So, da störe ich niemanden. Aber es wäre eigentlich sinnvoller, mich direkt hier drauf zu stellen. Für die optimale Platzausnutzung.
Okay. Hier würde ich natürlich der Stadt hier ein bisschen was klauen, deswegen gehe ich auf die andere Seite. Wächst gleich wieder. Die wollen mit mir die World Map teilen. Ja, mal gucken, was sie mir noch bieten können. Ich würde nehmen gerne eine kleine Summe von 20 Gold. Jo, agreed. That's it. Ja, terrible mistake. Dann gucke ich mal, was ich jetzt hier hinzugewinnen konnte an Einsicht. Oh, hier ist ein Dorf. Da ist auch ein Dorf. Das sollte ich mir natürlich möglichst schnell holen. Spare ich mir ein bisschen Laufweg. Pikeman ist fertig. Library. Oh, da habe ich aus Versehen einen Horseman gebaut. Ja, kann ja alles mal passieren. Der kommt natürlich auch nach Moskau. Sieht man gleich, so ein Pferd kann in einer Runde eine ziemliche Strecke zurücklegen. Und hier wird die nächste Stadt gebaut. Neu-Leipzig. Auch gleich Library. New Hamburg und Hamburg sind ziemlich dicht beieinander. Leipzig baut einen Siedler und Leipzig baut einen Arbeiter. Königsberg baut einen Siedler und Königsberg baut einen Arbeiter. Nürnberg, da reicht erstmal der. Obwohl, so schnell wie die wächst, bauen die jetzt auch noch einen Arbeiter. Okay. Library in Cologne. Pikeman ist okay. Ist ein Deal, würde ich sagen. Na, warten wir erstmal ab. Bis die Worker fertig sind.
Ja, sehr gut. We listen. Nein, wir wollen das nicht. Goodbye. Pikeman wäre sicherlich auch noch sinnvoll zur Verteidigung direkt. Und Heidelberg hat den Hafen gebaut. Ja, jetzt produzieren wir hier noch mehr. Noch mehr Nahrung. Och, eine Stadt, die sehr schnell wachsen wird. Es ist sinnvoll, jetzt nur noch Bergwerke zu bauen. Und vielleicht erstmal einen weiteren Siedler. Ja, super Moskau. Wobei es natürlich sinnvoller ist wahrscheinlich, die Einheiten nach Svestanpol zu schicken, um das vielleicht von der anderen Seite, die Russen von der anderen Seite anzugreifen. Eine Runde. Hier auch. Straße bauen. Dschungel weghacken. Was wollte ich jetzt hier? Der Pikeman ist im Bau. Ach so, gucken, wo ich jetzt als nächstes weiterarbeite. Ich nehme mal den Berg hier vor. Klocklong, klocklong, klocklong. Weiter nach Svestanpol. Ein Arbeiter in Leipzig. Viel zu viele Einwohner. Mehr Siedler. So, Kiew hat auch die Uni fertig. Können wir hier mal die Swordsmen weiter angehen. Ah, gleich ein Aquädukt bauen.
Ich glaube, mit dem Siedler werde ich mal gucken, dass ich vielleicht die Straße nach Brandenburg baue. Der macht jetzt mal hier irgendwas. Der Gegend. Irgendwie gucken, dass wir den Platz einigermaßen gut ausnutzen. Na, mal schauen. Siedler arbeitet fertig. Weitere Siedler im Bau. Ich werde mal hier hochgehen und die Stadt unterstützen. Vielleicht auch erstmal die anderen Seide anbinden. Na, es sind doch schon jede Menge Einheiten. Kann man noch den Angriff direkt fortsetzen, wenn die da sind. Ja, ich glaube, wir switchen hier mal immediately. Durchaus sinnvoll. Was wollen Sie hier bauen? Library statt Aquädukt? Ja, das ist doof. Ich will erst die Library haben. Und da ist die Library fertig. Und so wie es aussieht, kann ich hier auch als nächstes direkt das Aquädukt bauen. Ach nee, ich wohne ja auf einem Fluss, da brauche ich ja keins. Da ist die Stadt ja schon gut bewässert. Na, dann bau den Pikeman. Kann weiter den Palast ausbauen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Dann noch so ein paar Spitzen. Machen wir. Wie soll es denn hier weitergehen? Vielleicht mal ein paar Bergwerke bauen. Haben noch gar keine im Moment. Doch eins haben wir. Vielleicht mal eins auf dem Berg bauen. Wäre vielleicht auch nicht so sinnlos. Oh, jetzt fällt mir hier ein. Oder auf. Moment mal. Du gehst mal hier weiter. Du sollst ja dahin oder da? Ja, geh erstmal da hin. So, und du musst zuerst eine Bewässerungsanlage bauen. Oh, die Straße ist auch fertig, das ist gut. Ja, wo baue ich denn die Stadt?
vielleicht hier? Da so? Sieht doch ganz gut aus. Schon für krasses Wachstum sorgen. Ah, der Dschungel ist weg. Bewässerungsanlage klappt nicht. Weiter Dschungel weghacken. So, wie komme ich denn hier wieder raus? Der ist ja jetzt hier oben fertig mit der Gegend. Wir versuchen hier so durchzugehen. Ob sie mich das lassen, die Engländer? Ah, hier noch eine Runde warten. Oh, in Moskau ist ja. In Moskau ist ja Bürgerkrieg. Das wollen wir aber nicht. Ja, reicht, reicht. Bau mal Siedler. Dann werden wir mal. Gehen wir direkt hier nach Sverdlovsk. Ja, die Archer hier wecken. Und das Katapult. Ab geht's. Damit wir sie schön einkreisen. Bewässerungsanlage. Kannst du gleich wieder Straße bauen. Kann ich immer noch kein Bergwerk bauen. Wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Und du? Du holst dir mal diese Elefanten hier. Pikemen haben sie ja dabei. Die hat doch schon gesagt. Hier zu den Elefanten. Irgendwo dort. Ah, sieht doch schon ganz gut aus. Langsam wird die Gegend befreit vom
vom Dschungel. Im Dschungel ist echt nichts zu holen. Weg damit. So, gleich rufen mich die Engländer wieder an. Ja, hallo. Ist da der mitgezwitschert? Hier ist die englische Königin. Ja, gehen Sie mal da weg. Wir wollen Sie hier nicht. Mi, mi, mi. Hey, kein Stress. Sag ich ja. Wir haben einen Siedler gebaut. Wie ungewöhnlich. Wir bauen noch einen Arbeiter dazu. Wie ungewöhnlich. Pikeman? Bombe. Jo, nee, ich glaube, hier wäre ein Aquädukt wahrscheinlich auch angebracht. Die wachsen da auch wieder schnell genug. Invention ist fertig. Was bringt uns denn Invention? Es bringt uns den Longbowman. Und ein sehr wichtiges Weltwunder, den Leonardos Workshop. Der sorgt nämlich dafür, dass die militärischen Einheiten upgradet werden können. Ich glaube, das können sie jetzt auch schon, aber dann passiert das irgendwie zum halben Preis. Ich muss mal eben gucken. Ich habe doch hier schon so Archer. Ich sehe jetzt nicht, dass ich die upgraden kann irgendwie. Noch nicht. Noch nicht. Wenn wir mal den sozialen Frieden wiederherstellen. Oh, ich hoffe, sie schickt mich in die richtige Richtung raus. Weg damit. Da baue ich jetzt meine Straßen hin. Wird spannend. Goodbye. Wieder ein Siedler gebaut. Bauen einfach direkt noch einen. Wohner müssen weg. Da habe ich auch einen Siedler gebaut. Da kann ich jetzt wieder einen Arbeiter angehen. Ah, sehr gut. Richtige Richtung. Irgendwo hatten wir doch Unruhen. Das wollen wir doch nicht. Ich mich jetzt geirrt? Naja. Nicht so schlimm. Sind erstmal genügend Leute. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier weiter bauen soll. Ach, Siedler. Den schicke ich mal hier rüber. Der soll
mal die Einheiten hier verteidigen, falls die Russen mich dort angreifen wollen. Nicht, dass die mir noch ein paar Einheiten klauen. Also so Arbeiter. Die sind ja relativ leicht zu erobern, weil die keine Verteidigungsfähigkeit haben. Siedler, Siedler an der Wand. Bau die nächste Stadt im Land. Aber wo nur? Hier irgendwo. Geh erstmal dahin. Oh, ich erreiche jetzt die Westküste. Es gibt eine Westküste. Warte ich noch einen kurzen Moment. So, kann ich hier bauen? Das sieht doch gut aus. Störe ich doch niemanden. Nö. Dann wird hier direkt gebaut. Ja. Spearman ist zwar doof, aber ich glaube, das wird noch aktualisiert, wenn die Straße dran ist. So, jetzt könnte ich hier diesen Longbowman bauen, der die Bogenschützen verbessert, aber ich glaube, wir werden noch einen Pikeman bauen, der dann unseren Siedler-Arbeitertrupp beschützt. Liebes München. Was stellen wir denn jetzt mit dir an? Du machst jetzt mal hier einen auf noch einen Arbeiter bauen für sich selbst. Warten. Ja, hier war Disorder. Irgendwo muss ich dann. Ah, hier wird gleich das Lighthouse fertig. Das ist doch gut. Dann kann ich hier vielleicht als nächstes den Workshop angehen. Warten, warten. Oh, der hat auch noch einen Pikeman gebaut. Ist der Workshop auch nicht schlecht. 47 Runden ist ja auch nicht lange. Pa, mache ich. Und der Pikeman, den schicke ich mal nach Hannover, so weit draußen. So, und die Einheit schicke ich jetzt hier nach oben, um dort mal das Dorf zu holen. Was hoffentlich noch da ist. Noch einmal warten. Die Angriffsrotte ist on their way. Du bleibst hier in dem Gebiet. So, sollte ich hier die nächste Stadt bauen? Oder sollte ich das nicht lieber dort tun? Oder dort. Ich glaube, bald dort ist am sinnvollsten. Obwohl, hier bekomme ich auch noch die. Muss ich mir halt nur diese Ecke teilen. Aber das ist ja auch nicht so wild. Ich baue da.
Du brauchst Verteidigung, mein Bester. Das Leithaus ist komplett. Schau mal hin. Ah, Berlin ist halt die Wunderstadt. Da geht schon einiges. Und das sind sogar tatsächlich alles Teile der sieben Weltwunder. Die Pyramiden, der Leuchtturm von Alexandria, der Kolossus von Rhodos und die hängenden Gärten von Babylon. Und die Pyramiden von Gizeh, die als einziges noch stehen. Aber das sind alles sieben der Weltwunder. Schauen wir mal rein. Hier bräuchte ich auch 47 Runden für den Workshop. Ist auch durchaus sinnvoll, dass ich hier mal Universität und sowas fertig baue. Orakel von Delphi habe ich schon irgendwo anders gebaut, das auch Teil eines wirklichen Weltwunders ist. Ja, München sollte ja einen zweiten Arbeiter haben. Und nun? Nun sind wir überfragt. Siedler. Pikeman kann nicht schaden. Ja, und bevor wir jetzt hier wieder angreifen, mache ich erstmal mit diesem Let's Play Schluss. Jetzt war ein relativ ereignisarmes Let's Play. Aber wir haben ja schon mal die Westküste erreicht, was ganz toll ist. Und wir bestimmt bald zum anderen Kontinenten übersetzen können und dort die Gegend erkunden können. Wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, dann noch eine Einheit mitzunehmen. Vielleicht diesen Arbeiter. Aber das sehen wir dann im nächsten Let's Play. Ich danke euch fürs Zuschauen, freue mich über Likes und sehe euch hoffentlich beim nächsten Mal.